Ich möchte euch begrüßen, es sind 100, mal schnell schauen. Zack. Und knapp 200, genau, 204 von 300 Anmeldungen sind online. Das freut mich, dass es so eine grosse Zahl ist. Nimm an, es kommt auch noch ganz viel von mir dazu. Ein paar Spielregeln. Ihr habt schon gemerkt, beim Einführungsgespräch oder bei den Diskussionen, die wir gemacht haben, wir tun uns duzen. Das ist etwas, wo man das Internet viel kultiviert hat und Zeitige Snacks natürlich auch will weitermachen. Dass ihr mich erreichen als Moderator, wollt ihr bitte im Chat reinschreiben. Ich tue das beobachten. Dann hat nämlich der Dani die Hand und Diskussion frei für seinen Vortrag. Wenn es etwas gibt, dann tue ich das an Dani weiter moderieren. Also bitte verwenden den Chat und dann kann man das super machen. Okay, dann möchte ich das Wort übergeben an Dani. Salut. Übernimmst du bitte? Jawohl, sobald ich darf reden. Jetzt bin ich freigeschaltet. He? Danke, Roli. Merci vielmals. Hallo zusammen. 219 Leute. Wir haben mit dir gewie. Ja, vielleicht kommen da 20, 30, wenn es gut kommt, 40. Und jetzt sind wir schon 221. Sensationell. Herzlichen Dank, dass ihr alle da sind. Wir haben heute das Thema Webinar durchführen. Ich wechsle jetzt auf Hochdeutsch. Wir machen diese Reihe zusammen mit dem Internet Briefing und Digicom zusammen. Und zwar bis bestimmt dem 19. April von Montag bis Freitag jeweils um 14 Uhr. Die Webinars sind gratis und wir konnten letzte Woche eine wirklich tolle Anzahl von Referenten und Referentinnen gewinnen. Ihr seht auf der rechten Seite, da ist zum Beispiel der Roger Basler, der kommt. Wir werden über Marketingautomatisation später hören. Wir bekommen technische Webinare, wir bekommen Business-Webinare. Also ihr werdet sicher einen Haufen gute Webinare erleben. Damit ihr wisst, wo ihr jetzt seid, das hier ist der Ort, wo ihr im Moment seid. Also sprich, wenn ihr jetzt diesen Screen seht, der wird hier aufgenommen. Also ganz genau zu sagen, dort, wo der rote Pfeil hingeht. Mich würde es unheimlich freuen, wenn ich sehen würde, wo ihr herkommt. Ich habe schon mal auf LinkedIn, ihr könnt es auch gerne auf Twitter oder auf Facebook posten, mit dem Hashtag Digisnack das Bild hochgeladen. Mir würde Spaß machen zu wissen, ja, wo sind denn jetzt alle diese Teilnehmer? Wo in der Schweiz? Was für Aussichten gibt es? Da sind wir. Und jetzt geht es direkt rein in Webinare erfolgreich erstellen. Was machen wir? Wir werden folgende Punkte durchgehen. Den Einsatz und die Webinartypen. Wir werden uns die Technik anschauen, die ihr braucht. Wir werden den Aufbau eines Webinars angucken. Wir werden die Durchführung anschauen. Und nach der Präsentation ist vor der Präsentation. Einsatz und Webinartypen. Wenn man eine Definition will, gehen die meisten zuerst nach Wikipedia. Deswegen hier mal kurz ein Ausschnitt. Ein Webseminar oder Webinar in seiner ursprünglichen Form ist ein Seminar, das über das World Wide Web geschaltet wird. Also ganz simpel, einfach nichts anderes als ein Seminar, das wo jemand oder mehrere Personen vorne stehen und zu einer großen Anzahl von Personen sprechen. Also ein klassisches virtuelles Klassenzimmer. Und Webinare können für verschiedenste Dinge verwendet werden. Ich habe hier mal einen Webinaranbieter, einen Screenshot erstellt, wo der den Einsatz sieht. Und das ist livewebinar.com und die sehen es bei E-Learning, bei Sales and Marketing, bei Support and Helpdesk, bei Healthcare, IT, HR, Finances, Streaming und ihr seht, das ist eine ganz große Breite. Es kommen einige Leute, die sagen, ja Moment, also wenn ihr da mit dem Arzt sprechen geht, dann ist das jetzt nicht ein Webinar, das ist vielleicht irgendwie ein 1:1 oder ein Livestream, das wäre ein Live-Event-Streaming. Das ist eigentlich, um ganz ehrlich zu sagen, völlig egal. Was ein Webinar ist, das bestimmt ihr. Einfach gesagt geht es darum, dass man streamt. Und Webinare werden heute an den verschiedensten Orten eingesetzt. Vor vielleicht ein, zwei, drei Jahren waren sie noch nicht so populär und jetzt werden wir wahrscheinlich einen Boom an Webinaren erleben.
Und da stellt sich sofort für viele die Frage, ja, okay, wie kompliziert ist das? Die Technik und allen drum und dran. Und ich versuche das mal zusammenzufassen. Es braucht drei Dinge. Es braucht Hardware, Software und Internet. Und das völlig einfach. Die ganze Hardware, die ich heute einsetze, ist eigentlich ein Notebook mit einer Kamera und ein Headset. Ich habe noch einen zweiten Bildschirm auf der rechten Seite, der vereinfacht es mir, aber das ist optional. Es braucht also nicht mehr. Ein Headset empfehle ich unbedingt allen einzusetzen. Warum? Wenn wir etwas auf dem Fernseher uns angucken oder auf dem Handy, dann ist der Ton immer wichtiger als das Bild. Und ein Mikrofon, auch wenn die heute viel besser sind bei den Notebooks als früher, ist doch immer noch meistens oder ja, fast immer schlechter, als wenn ihr ein Headset habt, ein richtiges Mikrofon. Ihr könnt auch ein teures Mikrofon kaufen, aber mit so einem Mikrofon von Logitech zum Beispiel für 50 Franken seid ihr schon sehr gut dabei. Also die Investitionskosten von Seiten der Hardware, sehr klein. Die Software, die ihr braucht, da gibt es eine Vielzahl von Anbietern. Alles Cloud-Lösungen, die ihr nicht installieren müsst. Die einzelnen haben noch Installationsmöglichkeiten für lokal, aber meistens funktioniert das da tipptopp, wenn ihr sowas habt wie Zoom oder wie GoToWebinar oder WebinarJam oder EduDip. Es gibt noch mehr, diese habe ich jetzt ganz bewusst herausgezogen. Zoom ist im Moment die Software, die wir nutzen. Die hat auch im Moment einen ziemlich großen Zulauf. Sehr einfach zu bedienen, ist man schnell drin, Preis-Leistungs-Verhältnis ganz anständig. GoToWebinar ist drin, weil das ist einer, der sehr, sehr lang dabei ist. Der GoToWebinar, ich glaube, wenn ich mich richtig mag erinnern, schon anfangs der 2000er Jahre, dass man GoToWebinar einsetzen konnte. Äußerst ausgereifte Software, kann mehr als alle anderen, die ich sonst kenne, wirkt aber oft wenig altbacken, ist ziemlich teuer. Für kleine Gruppen geht, sobald man in große Gruppen geht, also jetzt über 200 Leute, ist das eine richtig heavy Software. Von dem her, wenn ihr viel Funktionalitäten braucht, guter Anbieter, wenn es preislich etwas günstiger sein soll, nicht so guter Anbieter. WebinarJam ist ein Newcomer, der gibt es noch nicht so lange, hat aber ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis und EduDip ist ein deutscher Anbieter. Wenn ich jetzt sage, doch das dritte ist noch das Internet. Also wir haben Hardware, Software und Internet. Und hier ist jetzt mal exemplarisch dargestellt, wie das jetzt zwischen uns funktioniert. Also der Rolli, den ihr am Anfang gesehen habt, und ich, wir sind da die Hosts und wir haben uns eingeloggt auf Zoom. Es ist wichtig oder gut, wenn wir eine stabile Internetverbindung haben zum Zoom. Es ist aber nicht nötig, dass wir eine genügend große Internetleitung haben, um 200 Leute zu streamen. Das übernimmt dann Zoom. Also das heißt, ihr braucht diese Internetverbindung, ihr geht zu diesem Webinaranbieter und der sorgt dann dafür, dass das Signal an alle anderen Leute verteilt wird. Wenn wir uns so ein Softwaremodell oder so ein Preismodell angucken, ist jetzt zum Beispiel hier bei EduDip ein deutscher Anbieter. Da bezahle ich jetzt pro Monat 99 Euro und kann 100 Teilnehmer haben. Bei jetzt 500 Teilnehmer, was wir jetzt für das heutige Seminar hätten nehmen müssen, wäre das 200 Euro pro Monat. Wenn wir uns da den Webinar Jam angucken, auf den ersten Blick bei 2000 Teilnehmern oder bei 500 Teilnehmern seht ihr die 499. Die sind jetzt aber nicht pro Monat, sondern sind pro Jahr. Ziemlich günstiger Anbieter, wenn ihr seht, dass Webinare gut funktionieren. Mit dem könnt ihr da eine große Anzahl von Leuten ansprechen. Ihr habt eine 30 Tage Rückgeld Garantie, also wenn ihr das mal ausprobiert und findet, doch nicht sie, dann bekommt ihr entsprechend das Geld wieder zurück. Wenn ihr einfach mal testen wollt, Zoom, das ist das, was wir hier haben, da könnt ihr sogar Basic bis 100 Teilnehmende gratis einfach mal ausprobieren. Jetzt kommt eine kleine Zwischenfrage. Mhm. Hast du etwas zu sagen über Adobe Connect Learning? Kennst du das?
Ja, alter Bekannter, früher noch mit Flash-Technologie, hervorragendes Tool, hat dann, ich sage jetzt mal Aufwand und Ertrag, die waren sehr lange sehr teuer, aber wo die heute sind, weiß ich nicht, muss ich ehrlich gestehen. Die hatten damals eine Weile so exorbitante Preise, dass sie völlig aus meinem Sichtfeld verschwunden sind. Wie gut, dass sie heute sind, keine Ahnung, müsste ich auch gucken. Was ich sicher bin, es war damals eine hervorragende Software und Adobe macht grundsätzlich keine schlechte Software, also die ist bestimmt gut. Dann kommt die Frage nach Webex von Cisco. Ebenfalls ein etwas älterer Teilnehmer, die war mal mit GoToWebinar zusammen, beide sind dann unterschiedlich verkauft worden, auch eine gute Software, geht aber etwa ins Ähnliche wie GoToWebinar, also für mich auch ein wenig ältlich. Okay, dann gibt es noch eine Frage nach dem Microsoft Stream oder Teams. Ich glaube, das macht ein anderer Referent später. Ja, der wird dann auch auf die Details eingehen. Was ich vielleicht an dieser Stelle sagen kann, wir haben diesen Minimum-Level heute erreicht. Also ich habe so eine Theorie bei Software. Software braucht erreicht einen Minimum-Level und dann funktioniert sie eigentlich für die meisten tipptopp. Also Word 2.0 hat wahrscheinlich genügend Funktionen für 90% aller Teilnehmenden hier. Weil alles, was nachher kam, war noch schön dazu. Das meiste ist okay. Und so ist es auch bei den Webinar-Tools. Die meisten können eigentlich alles, was wir heute brauchen. Gut, dann gucken wir uns mal an, was das heißt, wenn wir jetzt bei einem solchen Teil sind. Wir gehen einfach mal durch, wie man so ein Webinar macht. Dann seht ihr das Schritt für Schritt. Sehr simpel. Ich bin jetzt hier bei Zoom, melde mich an, habe mein Konto. Wenn ich mein Konto habe, sind hier meine persönlichen Einstellungen. Und bei Zoom habe ich die Meetings und die Webinare. Ich gehe zuerst zu den Webinaren. Die Webinare muss ich eigentlich noch zusätzlich kaufen, weil die Webinare sind gedacht für 100 bis 10.000 Zuschauer. In unserem Fall ist das nicht nötig. In der Schweiz gibt es wahrscheinlich nicht so viele Events, die schon über 10.000 Leute haben. Da genügen die Meetings, die da drin sind. Die funktionieren ziemlich ähnlich. Da braucht ihr die Webinare nicht. Meetings ist da völlig ausreichend. Ihr seht, ich habe jetzt hier kein Meeting, das kommt, aber ich könnte eine Sitzung planen. Und wenn ich jetzt eine Sitzung plane, dann gebe ich den Titel Webinar erfolgreich durchführen. Das ist heute um 2 Uhr, dauert eine Stunde. Ich kann die Zeitzone sagen. Die sind natürlich alle darauf ausgerichtet, dass ich unter Umständen an verschiedenen Orten Leute habe. Das heißt, wenn ich jetzt da um 2 Uhr sage, dann ist es automatisch in New York 6 Stunden früher, sodass die dann auch wissen, wie sie dazukommen. Ich kann bestimmen, ob ich eine Registrierung will, also müssen die Leute ihre Adresse hinterlassen, will ich sie nicht. Ich kann sagen, ob es ein Passwort gibt. Es könnte ja sein, dass die erste Person einer zweiten Person das weitergibt. Das kommt ein wenig darauf an, wie ihr das Webinar gestalten wollt. Wenn ihr sagt, hey, möglichst viele Zuschauer, mir ist es egal, ob ich die Adresse habe, dann Häkchen raus, sonst drin lassen. Da kommen noch ein paar weitere Einstellungen, wie zum Beispiel, wenn der Moderator reinkommt, ob gleich das Video angeschaltet werden soll oder nicht. Da lasse ich meistens alles auf aus. Audio, hier ist die Möglichkeit, gibt es die Möglichkeit, ihr wurdet am Anfang gefragt, wollt ihr es über den Computer hören oder über das Telefon? Man kann da theoretisch sagen, über das Telefon, das heißt, wenn jemand die Audiofunktion nicht hat, könnte er eine Nummer anrufen und würde von dort den Ton sich anhören. Ich glaube, das macht aber fast niemand. Wenn das jemand macht, wäre es noch interessant, in den Kommentarzeilen, dass Rolli das anschauen kann. Ich bin gespannt. Ich würde nämlich davon ausgehen, das hat niemand gemacht. Wie auch immer. Sobald ihr da ready seid, speichert ihr. Und das Meeting ist dann bereit. Und es gibt einen Link, den ihr verteilen könnt. Diesen Link, den ihr auch erhalten habt. Und wenn ihr einloggt, dann wird es etwa ähnlich aussehen wie bei mir. Ich habe dann quasi hier das Zoom-Meeting.
die Session aufgezeichnet, ich sehe, welche Personen da drin sind, ich kann sagen, ob ich das Video eingeschaltet haben will oder aus, das Mikrofon ein oder aus, und ich kann entsprechend meinen Bildschirm freigeben. Also das heißt, wenn ich jetzt hier sage, Bildschirm freigeben, dann kommen die möglichen Bildschirme, die ich habe. Ich habe den Bildschirm 1, den Bildschirm 2, also sprich den Notebook-Bildschirm und den nebenan, und ich könnte aber auch ein einzelnes Programm freigeben. In diesem Fall habe ich den Bildschirm 1 freigegeben. Tack, und so sind wir dann. Das heißt, ich habe jetzt theoretisch auf der linken Liste, sehe ich, wer hier alles teilnimmt. Und im Hauptbildschirm, dass ich den jetzt freigegeben habe. Und so einfach ist ein Webinar zu starten und einzurichten und loszulegen. Wenn man die Technik hat, dann ist natürlich die Frage nach dem Aufbau. Und wenn man einen Aufbau macht, dann gilt eins, die Vorbereitung. Jedes Webinar braucht eine klare Struktur, ein klares Ziel. Und für die Vorbereitung ist das Erste und das Wichtigste, dass ihr euch fragt, was ist euer Ziel? In meinem Fall ist es so, dass wir verschiedene Webinare in Zukunft haben werden. Und einige potenzielle Referentinnen und Referenten haben gesagt, oh ja, ich würde schon gerne eins machen, aber wie funktioniert das? Und ich fühle mich noch nicht ganz so sicher. Also war klar, ich muss ein Webinar machen, dass die zukünftigen Referierenden sich angucken können und sagen, okay, ja, das kann ich auch. Plus, ich hätte gerne, dass alle Teilnehmer hier nach dem Webinar das Gefühl haben, hey, kann ich, gut. Also, eine Zieldefinition. Dann sollte ich die Teilnehmenden kennen. Also ich muss mir überlegen, wen lade ich da ein? Welche Herausforderungen, Probleme haben die? Und was sind denn die Ziele der Teilnehmenden, damit ich ein Webinar gestalten kann, das euch auch etwas bringt? Und die nächste Überlegung, welche Form und wie strukturierst du den Inhalt? Und Rolli hat am Anfang gesagt, die Hollywood-Methode, ich möchte hier jetzt nicht den Credit von jemand anderem für mich nehmen. Ich durfte mal an einem Projekt teilnehmen, das leider nie kam, weil es war viel zu gut. Wie soll ich sagen? Es war ein 8-Millionen-Projekt, bei dem das Schweizer Fernsehen sagte, hier machen wir mit. Das war Peter Schellenberg vor einer langen Zeit. Das war ein interaktiver Krimi. Also man konnte über 8 Episoden im Fernsehen quasi ein Krimi sehen und nachher ins Internet gehen und dort entsprechend die Clues, also die Geheimnisse selbst lüften. Und um dieses Drehbuch zu schreiben, hatten wir in dieser Projektgruppe einen echten Hollywood-Regisseur. Und dieser Hollywood-Regisseur, der hat mit uns die Hollywood-Methode gemacht. Und die Hollywood-Methode ist von mir aus, das ist etwas, das mir so geblieben ist, das nutze ich heute überall. Sei das nun, ob ich ein Webinar mache, eine Präsentation, mit einem Kunden eine Marketingaktion plane oder ein Verkaufsgespräch führe. Die Hollywood-Methode macht einfach ganz klar transparent, was ist euer Ziel. Jetzt, wenn ihr denkt, dass das etwas ganz Kompliziertes ist, nein, ist es nicht. Das ist eigentlich ganz simpel, aber sehr wirkungsvoll. Und es sind 4 Fragen, die ihr stellen müsst. 4 Fragen, die wir uns üblicherweise wahrscheinlich so nicht getrauen zu fragen. Vor allem die erste. Wie soll sich das Publikum fühlen? Wie soll sich das Publikum fühlen, wenn sie dieses Webinar oder eine Präsentation oder ein Verkaufsgespräch oder ein Marketingerlebnis hat? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, was soll es denken? Die dritte, was müssen Sie wissen? Und die abschließende Frage, was sollen Sie als nächstes tun? Und wenn ihr euch das so anhört, dann fängt es wirklich dort an, wie soll sich das Publikum fühlen? Eine Frage, die man sich wahrscheinlich in der rationalen Welt oftmals nicht getraut zu stellen, aber glaubt mir, nee, müsst ihr nicht glauben. Ihr könnt selber entscheiden. Wenn Hollywood will, dass ihr euch gut fühlt, dass ihr aus dem Film rauskommt und lacht,
dass ihr eine optimistische Einstellung auf das Leben habt. Dann kann das Hollywood machen. Dann erzählt sie euch eine Geschichte, bei der ihr wirklich das Leben von Forrest Gump erlebt, von jemandem, der nicht so schnell, der nicht vielleicht der Hellste war, aber der ein Leben, ein volles Leben genießen konnte und der schöne Momente erlebte. Und Hollywood wird mit euch da durchgehen. Und wenn Hollywood will, dass ihr euch heldenhaft fühlt, dann wird es euch heldenhaft fühlen lassen. Und wenn Hollywood will, dass ihr euch romantisch fühlt, dann werdet ihr euch romantisch fühlen. Und wenn ihr ein Webinar macht oder eine Präsentation und sagt, ja, nein, kann ich denn das mit meinen Leuten machen? Oder ist das jetzt vielleicht sogar zu viel? Dann erinnert euch an den Spruch von Walt Disney. Der hat gesagt, wenn ihr denkt, dass ihr zu weit geht, dann haut noch eins drauf, weil ihr noch nicht weit genug seid. Weil wir immer ein wenig zu fest uns zurückhalten. Also ist die erste Frage jetzt für dieses Seminar für mich gesehen, die Frage gewesen, wie soll sich das Publikum fühlen? Ich mache das jetzt ein Beispiel von diesem Seminar, weil ich das auch wirklich als erstes gemacht habe. Ich habe mir überlegt, okay, was ist heute wichtig? Was würde ich gerne vermitteln? Und ich habe mir überlegt, ja, eigentlich möchte ich gerne einfach ein Stück Normalität vermitteln. Ich möchte, dass ihr hier an diesem Seminar teilnehmt, an diesem Webinar teilnehmt und das Gefühl habt, hey, das ist das Normalste von der Welt. Und das war eigentlich ziemlich verrückt, dass wir vor 2 Wochen noch dachten, wir müssten an jedes Seminar rennen. Es ist viel angenehmer, ich bin zu Hause, ich muss nicht ins Auto sitzen, ich muss mich nicht durch den Stau quälen. Hey, das ist eigentlich noch cool. Und da ist das zweite Gefühl, so ein leicht gehobenes Motivationslevel. Ich möchte nicht, dass ihr da rauskommt und sagt, ja, da, weil dann wäre es nicht mehr Normalität. Aber so ein leicht gehobener Motivationslevel, so ein wenig zur zweiten Frage, was soll ich denken? Webinare sind nützlich. Ah ja, das ist eigentlich noch gut gewesen. Das kann ich auch. Hey, das ist ja simpel einfach. Ein Notebook, ein Headset, ein bisschen Software, ein bisschen Internet. Easy. Das kann ich auch. Und dann die Frage, was müssen Sie wissen? Das sind dann klassische Dinge wie Einsatzgebiet, Arten, Anforderungen, Tools. Das ist das quasi das Handwerk, was wir dazu kommen. Und die letzte Frage, was sollen Sie als nächstes tun? Meine Vorstellung, dass wenn ihr dieses Webinar gemacht habt, dann solltet ihr euch überlegen, wie kann ich ein Webinar für mich nutzen? Sei es nun, dass ich eins gebe oder welches könnte ich als nächstes buchen? Und wenn ich sage, welche könnte ich für nächstes buchen? Hoffentlich einen nächsten Digi-Snack. Und vielleicht kommt sogar jemand und sagt, die haben jetzt bis 19. April verschiedene Digi-Snacks. Ich habe in diesem Webinar erfahren, dass sie, glaube ich, für etwa 2 Wochen schon Referentinnen und Referenten haben, aber noch für eine Woche, also mindestens 5, 6 benötigen. Ich hätte da was Spannendes zu erzählen. Dann habe ich schon ziemlich viel erreicht und wenn dann jemand noch ein Digi-Snack postet, also das Bild, wo ihr seid, dann sind meine Ziele völlig erreicht. Und diese vier Fragen, die geben mir eigentlich Anleitung, wie ich das Ganze aufbauen muss. Gibt es hierzu gleich irgendwelche Fragen? Hast du etwas mitbekommen? Es wird über andere Dinge diskutiert. Zwischendurch kam noch die Frage zu den Google Hangouts. Ja, eine tolle Möglichkeit. Google Hangouts kann man gratis einen Termin machen. Geht mal, wenn ihr den Google-Kalender habt, macht einen Termin, ladet jemand ein und dann könnt ihr ein Hangout machen. Da sind auch mehrere Personen, die da rein teilnehmen können. Super easy, braucht es nicht mal irgendwie eine Anmeldung, kostenlos. Tolle Geschichte. Dann kann die Frage nach der Hollywood-Methode 1:1 Anwendung im Präsenzseminarunterricht. Ich glaube, das kannst du bestätigen. Ich mache sie bei jedem Präsenzunterricht.
weil mir das halt einfach die Struktur gibt und die Grundideen, wo ich hin will. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte, dass sich die Leute motiviert fühlen, weiß ich, was ich machen muss. Wenn ich zum Beispiel ein Security-Thema hätte und es ging jetzt zum Beispiel darum, Social Engineering, also das heißt, wie kommen Leute in unsere Systeme, ohne dass sie hacken, Computer hacken, sondern indem sie Leute hacken. Dann habe ich natürlich ein ganz anderes Gefühl, das ich hervorheben will. Dann will ich, dass sie das Gefühl haben von, oh, die Welt da draußen ist, da muss ich aufpassen. Also dann gibt mir das eine gute Grundlage, um die Themen da richtig aufzubauen. Und jetzt auch in diesem Teil, oder ich habe jetzt zum Beispiel gesagt Normalität, wir werden im ganzen Webinar Dinge angucken, die sehr einfach funktionieren. Das kann ich auch. Okay, dann werde ich nicht komplizierte 3D-Animationen versuchen, in dieses Webinar reinzubinden, sondern weiß ich, okay, Moment, da muss ich genau das machen, was einfach ist umzusetzen. Dann habe ich keine anderen Fragen gesehen. Die Leute fragen schon, wie lange gibt es noch? Ja, jetzt geht es etwa, ja. Ich habe gesagt, wir sind am Diskutieren. Ich glaube nicht, dass jetzt noch mehr Inhalt kommt von deiner Seite. Ist das korrekt? Ich hätte noch etwas Inhalt. Ja gut, dann würde ich sagen, los. Ich hätte noch etwas Inhalt. Nee, wir sind noch nicht ganz dort. Aber es geht ja um die Form, also die Form, die Varianten, die ihr habt. Ihr habt verschiedene Varianten. Auf der einen Seite könnt ihr sagen, ich habe einzelne Personen, die da drin sind, oder? Dass ihr sagt, okay, es ist ein Experte, der das Gefühl hat, der weiß, wie es funktioniert und zu vielen Leuten redet. Das ist jetzt in diesem Fall, was wir machen. Ideal, wenn man noch einen, ich sage es jetzt Hollywood-mäßig, einen Sidekick hat, wie Rolli, der einen dafür sorgt, dass er den Chat ein wenig unter Kontrolle hat, der einen freischaufeln kann. Das ist eine gute Variante, um da zu vielen Leuten zu sprechen. Ebenfalls eine gute Variante ist, dass zwei Personen zusammen über ein Thema sprechen. Also es ist auch kein Problem, dass man hingeht und sagt, okay, wir sind zu zweit, wir wechseln uns ab und wir sind in einer klassischen Diskussionsrunde. Das kann jetzt zum Beispiel, können zwei Experten sein mit unterschiedlicher Meinung, können aber auch die ähnliche Meinung haben und gemeinsam etwas wollen. Das ist auch eine spannende Variante. Die Panel-Diskussion ist eine herausfordernde Variante, aber durchaus machbar, also dass man sagt, wir haben ein Thema und wir holen dann entsprechend verschiedene Personen dazu. Wir haben die klassische Question and Answer, also das heißt, ich habe nur eine kleine Einführung und dann habe ich mehr eine Frage-Diskussionsrunde. Und die letzte abschließende Variante, die ich hier gern zeigen möchte, sind Interviews, wo es wirklich darum geht, ich habe eine Person, die ich im Interview zu ihrem Fachbereich frage. Wenn ihr sagt, okay, ich will ein Webinar machen, ich will aber nicht etwas wirklich Großes selbst aufbauen, ich fühle mich auch ein wenig unsicher, kann es zum Beispiel gut sein, dass man einen guten Interviewer oder interviewende Person holt, die mit einem dieses Gespräch durchführt. Das ist auch eine geschickte Variante, wie man dazu kommt. Kannst du noch erläutern, was ein Panel ist? Ein Panel würde heißen, ich habe mehrere Personen, verschiedene Personen, zum Beispiel vier Experten und Expertinnen und spreche mit denen über eine Situation. Also das heißt, ich würde vielleicht jetzt ein Marketing-Webinar zum Thema Marketing-Automatisation. Dann könnte ich sagen, okay, ich habe einen Anbieter für Marketing-Automatisation, ich habe einen Kunden, der erfolgreich Marketing-Automatisation gemacht hat, ich habe jemanden, der findet, ach, das ist viel zu kompliziert, das braucht es überhaupt nicht, und dann führe ich mit denen ein gemeinsames Gespräch durch, habe einfach eine Moderationsperson, die muss das Gespräch im Griff haben, das ist ganz wichtig, und die dann entsprechend Fragen stellt und jedem Einzelnen dann das Wort gibt und dann aber auch wieder zurückholt, dass das Gespräch auch einen klassischen Leitfaden hat. Mhm. Über den Chat wird gerade heftig diskutiert, wie lange so etwas sein darf oder kann.
es gibt mehrere Anfragen über Tagesseminare, über Online-Lösungen zu machen. Was denkst du dazu? Also ich sage jetzt mal so, ein Webinar nach einer Stunde ist man schon ziemlich, da hat man schon was gemacht, weil man ist doch ziemlich fokussiert als Referierende. Und beim Publikum muss man halt aufpassen, der eine oder andere fühlt sich jetzt angesprochen, wahrscheinlich, was ich auch schon gemacht habe, man nimmt dann das Handy nebenan und spielt dann da rum. Also um die Aufmerksamkeit zu halten, ich denke, eine Stunde ist schon ziemlich ein gutes Teil. Ich habe einige Webinare durchgeführt und oftmals nach 50 Minuten geht man dann, ist bei vielen die Luft draußen. Einen Tag drehen, das sehe ich ziemlich herausfordernd. Wenn das aber jemand mal erfolgreich gemacht hat, wäre ich sehr interessiert über die Erfahrung, wann man das machen kann. Ich denke, wir beim Online-Meeting, beim Webinar, in der Kürze liegt die Würze. Okay, danke schön. Nun, wenn wir an die Durchführung gehen, Rudi, ich weiß nicht, ob du auch dieses HHJH siehst oder ob nur ich das sehe. Wenn nur ich das sehe, dann bin ich gleich ruhig und sonst, wenn du mal kurz gucken kannst, ob du das löschen kannst. Ich sehe es leider auch. Ja, und das ist jetzt bei der Durchführung etwas, das ganz wichtig ist, wenn ihr so ein Webinar macht. Irgendetwas wird garantiert schiefgehen. Und das ist voll okay. Das ist absolut okay. Werdet nicht wahnsinnig daran. Es kann mal sein, dass irgendwie ein Ton ausfällt. Es kann mal sein, dass das Internet vielleicht im Moment nicht geht. Oder eben, dass es ein HHIJ kommt. Es ist okay. Lasst das. Keine Schwierigkeit. Könnt ihr so belassen. Wenn ihr jetzt ein Webinar durchführen wollt, bereitet euch vor. Je einfacher etwas aussieht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person enorm viel trainiert hat, enorm viel geübt hat, enorm viel Erfahrung hat. Wenn ein Federer und ein Nadal auf dem Tennisplatz herumrennen und es sieht so simpel einfach aus, dann hat das nur damit zu tun, dass die beiden einfach Stunden, Tage, Wochen, Monate, mittlerweile Jahre auf diesem Platz. Je mehr ihr euch vorbereitet, und jedes Webinar ist die Vorbereitung für das nächste Webinar, desto leichter wird es aussehen. Übt zuerst. Also nehmt euch wirklich die Zeit, übt, versucht es, geht's durch, sprecht. Und hier empfehle ich euch auch ganz besonders den Anfang zu üben. Es ist durchaus normal, dass es ein wenig kribbelt hier unten, wenn ihr da ein Webinar macht. Das ist auch noch nach Jahren so. Als Rolli da geschrieben hat, über 200 Anmeldungen, da habe ich auch mal kurz gedacht, das muss so sein. Das zeigt, dass ihr es ernst nehmt, das zeigt, dass ihr auch Freude darauf habt. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick, wenn ihr da auf die Bühne geht, ihr könnt hingehen und euch für euch sagen, so den ersten Satz oft üben. Geht hin und sagt, ich bin vorbereitet, ich weiß, was ich sage. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum ersten Webinar von unserer Reihe vom DigiSnack. Und macht das ruhig, ganz im, dass ihr euch im Kopf seid, ich bin vorbereitet, ich weiß, was ich sage. Und dann laut den ersten Satz. Was passiert, wenn ihr diesen ersten Satz 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 Mal geübt habt? Ihr kommt dann hin und es ist dann wie automatisch. Ihr müsst euch gar nicht überlegen, was ihr als erstes sagt. Und wenn es mal anfängt und ihr schon den ersten Moment überwunden habt, dann geht es viel, viel einfacher. Das ist übrigens nichts, das ist nicht eine Hollywood-Methode, sondern es ist eine New York-Methode. Ich durfte mal an einem Seminar für Stand-Up-Comedy in New York mitmachen und da war das eine kleine Empfehlung eines richtig guten Coaches. Also übt, ist gut. Und fängt Punkt an, 14.00 Uhr. Wir hatten noch ein wenig Gespräch, bei mir hat die Kirchenglocke geläutet, es kamen nachher noch Leute rein. Wartet nicht auf Leute, die noch nicht hier sind. Fängt an. Warum?
In unserem Fall hatten wir schon 201 Personen, die um 14 Uhr da waren. Und wenn 201 Personen da sind, dann dürfen die 201 Personen nicht wegen den anderen irgendwie aufgehalten werden. Also fängt jedes Webinar Punkt an. Ich empfehle euch auch, etwas früher da zu sein, vielleicht dann schon ein wenig mit dem Publikum zu plaudern. Das macht es auch gleich wieder etwas einfacher. Packt euer Publikum früh und killt langatmige Einführungen. Lasst die einfach weg. Das ist das Schönste, das ihr machen könnt, dem Publikum direkt reingehen, Inhalt liefern, nicht da groß irgendwie bla bla. Es ist auch okay, wenn etwas schief läuft, wie ich vorhin gesagt habe. Rolli hat jetzt hervorragend gemacht, er hat dieses H-I-J-H gelöscht. Das war ich nicht. War das jemand anders? Gut, dann war das jemand anders. Also, wenn etwas schief läuft, ist okay. Auch ganz gut, wenn etwas schief läuft, das die anderen nicht gesehen haben. Zum Beispiel, ihr habt eine Folie nicht drin. Ihr habt etwas vergessen zu sagen. Denkt daran, ihr seid die Einzigen, die das wissen. Das müsst ihr niemandem sagen. Wenn ich jetzt komme und sage, ich habe euch vergessen und die Slides zeige, dann wisst ihr jetzt, der hat was vergessen. Wenn ich nichts sage, das war alles so geplant. Also, lasst es ist gut und macht einfach weiter. Seid für Interaktionen vorbereitet. Das hat wieder etwas mit bereitet euch vor und übt zuerst. Ich überlege mir immer bei jeder Präsentation, ob online oder offline, was könnten die Leute für Fragen stellen. Ob sie sie stellen oder nicht, ist völlig egal. Es schärft die Sinne, es macht euer Referat besser. Und ausschalten. Bei einem Webinar noch viel wichtiger als sonst Handy und auch Skype und raus aus dem Facebook Messenger. Das Zeugs muss abgestellt sein. Ich bin jetzt hier beim Handy, ich weiß nicht, ob ihr das Video seht, im Flugmodus. Wie gesagt, Skype habe ich auch abgestellt, wenn da jemand reinstand. Das ist einfach mühsam. Ich nehme an, die meisten von euch nutzen PowerPoint. Es gibt diesen sogenannten Präsentationsmodus. Der Präsentationsmodus ist der, wo man zum Beispiel jetzt hier links sieht, ich bin aktuell auf der Durchführungsfolie, da rechts, und ich weiß, als nächstes kommt Webinare erfolgreich durchführen. Wie funktioniert das? Idealerweise habt ihr beim Notebook einen zweiten Bildschirm angehängt. Dann könnt ihr nämlich hingehen und sagen, okay, ich möchte in den Präsentationsmodus. Und beim Präsentationsmodus, ich mache jetzt eine kurz weiter, versucht dafür zu sorgen, dass links die Präsentation ist und rechts quasi das, was ihr seht. Warum? Oder sprich, nein, hier. Das macht ihr hier, indem dass ihr bei Bildschirmpräsentation Bildschirm auf Hauptbildschirm setzt und dann Referentenansicht. Warum solltet ihr es so machen? Ich habe jetzt die Kamera auf dem Notebook vor mir. Wenn ich jetzt rechts die Hauptpräsentation hätte, dann würde ich permanent so gucken und die Zuschauer, die das Bild auch noch oder das Video von mir angucken, denken, du, der schaut jetzt aber permanent an eine Schrägsort. Also ist es besser, wenn ihr so hinkriegt, dass auf dem Hauptbildschirm die Präsentation ist und rechts ihr kurz rüber gucken könnt, was ihr macht. Ich habe jetzt da übrigens noch eine Folie vorbereitet, an die ihr euch vielleicht erinnern mögt. Warum bringe ich die? Ihr müsst euch bewusst sein, wenn ihr Präsentationen macht, sowohl der Hintergrund wird angeguckt und auch wenn ihr so Screenshots habt, online oder offline, hier würden jetzt zum Beispiel sensitive Informationen stehen. Guckt euch die Präsentationen an, ob da noch irgendetwas drin ist, das so nicht drinstehen sollte. Ganz einfach, um jetzt das zu machen, ich habe jetzt einfach im PowerPoint ein Viereck drüber gezogen, weiß-weiß gemacht, muss ich das Bild gar nicht groß bearbeiten. Wenn wir die Präsentation versenden, muss ich natürlich dafür sorgen, dass das nicht so eins ist, weil das kann man dann sonst wegnehmen. Ja, das ist okay, weil das ist die persönliche Meeting-ID.
weil die persönliche Meeting-ID ist ja auch die, ich verteilen würde. Deswegen habe ich die da drin gelassen. Und die Person, die es jetzt geschrieben hat, gerne, wenn es da wieder... Ah ja, sie ist schon weg. Super. Sprecht langsam. Versucht langsam zu sprechen. Warum? Das gibt weniger Ähms. Also mit langsamem Sprechen verschwinden automatische Ähms. Hochdeutsch. Warum? Denkt an die Welschen und an die Tessiner. Ihr wisst nie in einem ob sie 200 Leute sind oder ob sie jetzt 50 Leute sind oder ob sie jetzt auch nur 20 Leute sind. Ihr wisst in seltensten Fällen, ob jetzt die Schweizerdeutsch können oder ob die irgendwie fremdsprachig sind. Und deswegen ist es einfach, wenn ihr Hochdeutsch spricht. Es ist die eine Person, die jetzt reinzeichnet. Ich wäre froh, wenn ihr das löschen könnt. Herzlichen Dank. Auch bei einer Stunde, ihr seid da, ihr seid am Reden. Nehmt einen Schluck Wasser. Es ist zwischendurch erlaubt, mal kurz etwas zu trinken, weil ihr müsst eine Stunde reden. Es ist gut, wenn ihr da entsprechend den Hals ein wenig befeuchtet. Nehmt kein zu kaltes Wasser, auch wenn ihr es lieber habt. Ich habe lieber ein kaltes Wasser, aber so ein lauwarmes ist besser, das fließt dann. Und vor allem keine Kohlensäure. Also wirklich Hahnenburger, das ist das Beste. Hahnenburger, der nicht zu warm ist. Warum keine Kohlensäure? Kohlensäure, wenn ihr viel sprecht, führt dazu, dass man kurz einen Schluck aufbekommen kann. Das ist eine alte Regel aus dem TV-Studio. Denkt an den Hintergrund. Kurz überprüfen, ob das okay ist, was da ist. Wenn ihr jemand sieht, da hat es Zeichnungen, die sind von meinem Bruder. Das ist in diesem Fall für mich okay gewesen. Vielleicht gibt es etwas, das ihr sagt, will ich nicht. Guckt, ob das funktioniert. Mit dem Hintergrund, ich habe mir überlegt, was will ich jetzt da machen? Und ihr mögt euch erinnern an die Hollywood-Methode. Ich hätte jetzt runter in den Keller gehen können, alle Bücher, die ich irgendwann mal versorgt habe, weil ich dachte, man braucht nie mehr Bücher. Und jetzt mit Webinare vielleicht, oh, war es doch gut, weil dann sehe ich schlau aus. Nein, die lasse ich unten, weil ich will ja Normalität. Also versuche ich einen möglichst normalen Hintergrund zu verwenden. Türe zu. So banal, dass sich das anhört, versucht möglichst Gespräche von außen fernzuhalten. Und dann vielleicht das Wichtigste. Habt Spaß! Ein Webinar darf Spaß machen und ihr dürft es genießen. Es ist wirklich eine Freude, 231 Teilnehmer zu haben, die jetzt immer noch drin sind. Und es ist eine Freude, das zu machen. Und das dürft ihr auch leben. Also wenn ihr ein Webinar macht und von eurem Produkt-Fan seid oder von eurer Methode-Fan seid oder was auch immer, wo ihr das Gefühl habt, hey, hier helfe ich echt den Leuten, hier gebe ich etwas weiter, was denen etwas bringt, dann genießt es. Es ist wirklich erlaubt. Es ist eine ernste Sache, aber eine ernste Sache, die auch eine gewisse Leichtigkeit in sich hat, dass ihr dürft Spaß haben. Genau, darf unterstrichen werden. Und damit, bevor wir zum allerletzten Teil kommen, würde ich nochmals gerne die Fragenrunde eröffnen. Gibt es hier Fragen? Weil wir haben jetzt schon 45 und ich habe etwa für mich gedacht, wir haben ja gesagt, DigiSnacks gehen zwischen 30 und 60 Minuten. Ich habe so geplant, so etwa um Viertel vor kommen wir an diese Fragerunde und dann gehen wir so ganz smooth raus. Okay, die letzten 25 Nachrichten waren über das Thema, wie kann man dir in die Präsentation reinfummeln? Und ich glaube, du hast die Whiteboard-Funktion noch eingeschaltet. Das kannst nur du als Referent sperren. Ja, nur ich als Referent sperren, hä? Okay. Und, ach, furchtbar. Du okay. Siehst, jetzt werden die Teilnehmer, das gibt es immer einfach. Ich habe ja gesagt,
nutzt, habt Spaß. Und da haben jetzt zwei, gut. drei Teilnehmer Spaß, oder? Wahrscheinlich ist es der Thorsten Löw. Ich gehe jetzt mal erweiterte Freigabe. Ha, siehst du, das ist doch... Nee, nicht ihm. Ich habe keine Freigabe. Ich habe kein Whiteboard bei mir. Du aber, hast auch okay. kein Whiteboard. Lösen wir noch. Wir ignorieren jetzt das einfach und gehen jetzt da wieder zurück zum Ding und setzen auf die Vernunft der Teilnehmenden. Also okay. schreibt rein. Also Thorsten hat geantwortet, er sei es nicht gewesen. Entschuldigung. Aber das müssen wir jetzt eigentlich auch nicht lösen. Nein, wir können sie ja im Nachhinein sehen, wir sind Protokoll. Genau. Alle Fragen, die inzwischen eingetrudelt sind, zum Beispiel das Fehlen der Äs, die du praktisch gar nichts drin hast, hast du selber beantwortet zu einem späteren Zeitpunkt. Und jetzt kommen wieder die Fragen nach den Slides und der Aufzeichnung. Es ist so, dass wir die Slides und die Aufzeichnung für DigiPrime-Mitglieder und Internet-Briefing-Mitglieder zur Verfügung stellen. Ich glaube, wir müssen das noch ein bisschen nachjustieren. Also, Rolli, ich glaube, wir machen es so. Die jeweils teilnehmen, die bekommen das so oder so. Was okay. meinst du? Das müssen wir noch gucken, wie wir das mit der Videoaufzeichnung machen. Gut. Dann gab es noch Ermahnungen wegen Datenschutz zur Videoaufzeichnung. Meines Wissens wird die Videoaufzeichnung nur mit den Slides gemacht und mit dem Referent Bild und der Audiospur. Das heißt, die Teilnehmer, die sonst noch herumflitzen oder der Chat, ist nicht Bestandteil der Videoaufzeichnung. Ja. Okay, das ist auch noch gelöst. Und sonst gibt es viele, 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 viele Komplimente. Du hast es toll gemacht. Einige haben uns verlassen müssen. Wir haben immer noch 225 Teilnehmer. Das freut uns natürlich. Ja, dann würde ich doch sagen, wir gehen jetzt noch in den letzten Teil für nach der Präsentation ist vor der Präsentation. Ja, hast du ja. was? Wir haben noch nach der Präsentation ist vor der Präsentation. Und jetzt würde mich schreibt das bitte in den Chat rein. Ich gehe auch kurz in den Chat rein. Was ist euer Thema? Völlig egal, ob das irgendetwas mit Computer oder was auch immer zu tun. Denkt mal ganz kurz nach. Was würdet ihr gern für ein Webinar halten? Und schreibt das mal in den Chat rein. Zu MS Teams kann ich sagen, ich habe kurz nachgesehen, es ist nächsten Dienstag. Glaube ich, auf dem Programm. Weitere Informationen zum nächsten Programm gibt es am Donnerstag auf der Digicomp-Webseite. Wir haben jetzt nur die erste Woche publiziert, aber es soll ja bis 19. April so weitergehen. So, und ich sehe jetzt den Chat bei mir nicht. Was haben die Leute so geschrieben? Was würden Sie für jetzt, ein Webinar haben? Ich muss jetzt sehr viel zurücklaufen, so, jetzt bin ich aktuell, okay. So, MS Teams, es gibt eine Frage nach Videomarketing, Content-Video-Marketing. Also nicht fragt, sondern was ihr selbst für euch machen würdet. Ah, das ist der Flavio, den kenne ich, der macht das selber. Ich komme auf dich zu, Flavio, sehr schön. Dann kommt etwas, das ich gar nicht verstehe, RPA. Was sagt ihr das? RPA? Gibt es verschiedene Abkürzungen? Chatbots möchten thematisiert werden, Produktepräsentation, Online-Yoga, Online-Coaching, wie man Podcasts erstellt, Arbeitszeugnisse überprüft, Teacher-to-Teacher-Themen, Risikomanagement, da haben wir eine Anfrage pendent, Schulung für Lernende. Cool. Ein Tageswebinar zu Produkt-PR, das wird wahrscheinlich eher schwierig. Vielleicht hat da jemand einen Weg. Aber ihr habt eigentlich schon, die Übung hat schon funktioniert, zu überlegen, was ihr machen könnt. Was ist euer Thema? Und ich glaube, da gibt es so eine große Bandbreite. Und habt den Mut und versucht es. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt etwas, das
in die DigiSnacks reinpassen würde. Wir haben hier unter internet-briefing.ch/webinar haben wir ein Formular. Dort könnt ihr euch melden. Oder auf der DigiSnack-Seite. Ich weiß nicht, ob ihr dort einen Link habt, aber ihr werdet sicher einen vorbereiten. Dann meldet euch. Wir freuen über ganz gute Vorschläge. Wir brauchen noch etwa 5 bis 10. Wir würden uns auch ganz besonders freuen, wenn es Frauen sind. An dieser Stelle, ich nenne das jetzt ganz speziell. Ich habe sehr, sehr viel Frauen angesprochen. Wir hätten sehr viel mehr Frauen gerne in der IT. Macht es. Versucht es, ihr macht das gut, da habe ich keine Angst. Also wir freuen uns über tolle Vorschläge. Und jetzt könnt ihr selbst entscheiden, also ich mal herzlichen Dank für all die Komplimente, die schon kamen, aber ihr könnt jetzt selbst entscheiden, wie gut das die Hollywood-Methode war. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, in dieser Stunde, 50 Minuten, dass ihr ein wenig Normalität gespürt habt, dass ihr vielleicht euch findet, mal doch, also hey, könnte ich auch, würde ich jetzt eigentlich auch noch machen. Dann habt ihr schon mal das Gefühl, dass ich wollte. Wenn ihr denkt, Webinare sind nützlich und wir haben offenbar ein paar Ideen da schon drin, die scheinen das alle für sich zu sehen. Und das kann ich auch. Dann haben wir auch dort gecheckt. Wenn ihr wirklich diese Einsatzgebiete, Arten, Anforderungen, Tools gesehen habt, dann habe ich es auch erreicht. Und wenn ihr euch überlegt habt, wie ein Webinar für euch selbst nutzen kann, was ihr soeben gemacht habt, dass sich vielleicht auch der eine oder andere für den nächsten DigiSnack anmeldet, geht auf digicom.ch/blog. Dort seht ihr die nächsten Webinare. Dann haben wir auch etwas erreicht und wir denken, ja, ich habe das Gefühl, für DigiSnack melde ich mich an. Super. Und ich kann überprüfen, wenn wir mehr als ein paar Bilder haben mit draußen, wo ihr seid, dann haben wir dann wirklich Erfolg gehabt. Und damit komme ich jetzt zum Schluss. Ich bin noch ein wenig hier. Das Referat an und für sich ist aber fertig. Ich sage ganz herzlichen Dank. Mein Name ist Daniel Niklaus. Wer mich kontaktieren will, auf linkedin.com/in/Daniel-Niklaus. Herzlichen Dank. Super, Daniel. Herzlichen Dank. Jetzt finde ich leider den Weg nicht zurück, meinen Bildschirm zu erobern. Ich kann dir den geben. Ich stopp hier meinen. Ah, jetzt okay. Jetzt kannst du den übernehmen. Super. Dankeschön. So. Ich möchte auch darauf aufmerksam machen für den nächsten Snack, DigiSnack. Das ist Roger Basler. Viele von euch kennen ihn schon. Er hat auch wieder ein Webinar-Thema. Wie komme ich zum Kunden, wenn der Kunde nicht zu mir kann? Anmelden kann man sich unter digicom.ch/blog. Auch das restliche Programm ist dort aufgeschaltet und es beginnt pünktlich, morgen um 14 Uhr. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ja. Willst du das Mikrofon noch auftun für die, die noch da sind? Vielleicht hat noch jemand und sonst sind wir ganz okay. Jetzt Roger, du bist morgen. Ja, ich bin morgen, ja. Ah, okay. Freue mich drauf. Gute Vorlage, danke vielmals. Bitte gern geschehen. Ich weiß, dass du das gut wirst machen. Sehr nett, danke. Willst du ein bisschen erzählen, was du bringst? Ich werde auch in rund 20 bis 30 Minuten darüber erzählen, wie komme ich zum Kunden. Das heisst, angeleitet, wie du auch richtig gesagt hast, auf Hochdeutsch, ja, wie komme ich an den Kunden, wenn der Kunde nicht zu mir kann? Wie kann ich gewisse Tools, Arbeitsabläufe und Möglichkeiten jetzt nutzen in dieser vielleicht nicht so einfachen, aber trotzdem produktiven Zeit? Und wie kann ich das allenfalls auch automatisieren, wenn ich doch irgendwo doch den Tag füllen muss mit Gesprächen? Ein paar Tipps. Mhm. Tipps, Tools aus meinem Nähkästchen. Das ist sehr spannend. Du hast selber schon viele solche gemacht im Vorfeld? Ja, ziemlich viele, ja. Also diese Woche auch wieder mit, nicht ganz mit 200 Teilnehmenden, aber mit 68, war auch sehr, sehr spannend. Ja, auch schon 8-stündige Schulungen gemacht. Es braucht schon viel mehr Selbstdisziplin, wie du richtig gesagt hast, viel zu trinken. 8 Stunden am Bildschirm? Ja. Wow, wie geht das? Mit viel Sitzfleisch und einem Kissen.
Und das ist wirklich so. Ja. Und natürlich mit viel Kommunikation und sehr engagierten und motivierten Teilnehmenden, die auch dank Zoom in Breakout-Sessions arbeiten können, dann Ruhe haben vom Dozenten und wieder ein bisschen auch sich austauschen können. Es verlangsamt den ganzen Prozess. Es braucht ein bisschen mehr Disziplin, was die Struktur angeht. Und es braucht vor allem viel Kommunikation, die Leute einerseits wieder so ein bisschen loszuschicken, wieder reinzuholen. Aber es ist schön am Digitalen, dass es trotzdem doch unsere menschliche Kommunikation ein bisschen fördert, weil wir jetzt noch mehr kommunizieren müssen. Ja. Wenn du einen 8 Stunden machst, machst du jeweils nach einer Stunde Pause, ganz bewusst, und dann kommen sie wieder? Oder wie läuft das ab? Ich habe bewusst 45 bis 60 Minuten im Takt, so ein bisschen drin. Ich habe, ähnlich wie du in der Vorbereitung, habe ich jeweils einen kleinen Spickzettel mit den einzelnen Punkten, wo ich so ein bisschen weiß, wo kann ich ein bisschen justieren. Ich versuche die Leute auch immer ein bisschen in die aktive Pause zu schicken. Das heißt, wenn ich merke, dass langsam so die Aktivitäten jetzt bei den Augen so langsam hier runtergehen und so, dass ich ihnen auch wieder was zu tun gebe in der Pause. Das heißt, ich sage, hey, checkt euer Smartphone, geht da wirklich hin, macht das auch. Das ist meinem Thema ein bisschen einfacher. Am Nachmittag braucht es mehr Pausen. Es braucht auch mehr Aktivierung, und ich arbeite da zum Beispiel mit Mentimeter, wo es ein bisschen interaktive Umfragen gibt. Ich lasse die auch Screenshots machen, die sie im Chat reinstellen. Da gibt es ganz viele tolle Übungen, die man da auch nutzen kann. Roger Basler, ein hervorragender Referent. Er wird euch morgen zum Thema "Wie komme ich zum Kunden, wenn der Kunde nicht zu mir kommen kann?" ein Webinar bieten. Ihr könnt euch anmelden, entweder auf internet-briefing.ch oder auf digicom.ch/blog. Damit sind wir durch. Es ist 14.57 Uhr. Ich komme ja langsam in meine Radiomoderatorenstimme. Nein, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, Roland, wir würden jetzt hier beenden. Und wünschen allen einen ganz schönen Tag und bis morgen 14 Uhr mit Roger Basler. Tschüss zusammen.